kennt diesen Moment, wenn man irgendwie denkt so, boah, ich muss noch ganz dringend was aufnehmen oder halt was anderes machen, was ganz Wichtiges in eurem Leben. Ob man denkt so, ja, hab ja noch ein bisschen Zeit, wir haben ja erst 14 Uhr. Und dann so, ja, wir haben ja erst 15 Uhr. Und dann so, ja, wir haben ja erst 16 Uhr. Und dann so, wir haben ja erst 17 Uhr. Und jetzt haben wir gerade 17 Uhr, punktgenau, und ich muss immer noch was aufnehmen. Deswegen dachte ich mir, komm, langsam musst du dich aufraffen. Es ist nicht so, als hätte ich keinen Bock. Ich bin einfach nur zu faul gewesen heute irgendwie. Einfach nur zu faul. Einfach nur gedacht so, nee, also ich hab, nö, will nicht. Wir machen mit dem... Was war das? Ach, mit dem Pyro-Kit ein bisschen Action. Das waren, glaube ich, nur diese vergammelten Dinger da. Diese Partikel, die immer kommen. Der toten Menschen. Und ja, jetzt haben wir halt 17 Uhr, Leute. 17 Uhr haben wir und ich nehme jetzt endlich dann auch mal auf für euch, damit ihr noch im Genuss, in den Genuss einer weiteren Folge kommt. Denn ihr wisst ja ganz genau, Reforged Battle ist immer so lala, poppt nicht so ganz so gut bei euch an, obwohl die Folgen, ey, so spannend sind, ne? Auch heute wieder war die Folge mega spannend. So, wir haben Pyro Kit, wir haben, wir nehmen mal kurz das da, weil ich schön sehe, du hast nämlich hier ein Dingens. Hallo, was geht bei dir? Ja, wir haben Pyro, wir haben also auf der 3 haben wir das Pyromanenschwert. Was willst du? Sunshine! Lol, okay, aber er ist weg. Er überlebt auch nicht. Oder? Vielleicht doch. Nein! Er ist tot. Wunderbar, haben wir den bekommen, den ersten. Oh oh. Ganz kurz, da ist alles safe, ne? Weil hier ist angebaut worden. Ach, der wurde schon getötet. Wir bauen mal kurz ein Hölzchen ab, damit wir uns eine Werkbank machen können. Und aus der Werkbank, ich habe ein bisschen Angst gerade, machen wir uns nochmal ganz, ganz kurz dann hier so ein Köpfchen. Damit wir noch immer Kopf und Fuß bewahren. Aber ich glaube, der ist dann schon tot, ne? Ja, ich bin nicht allzu gerne Pyromane, weil, also Pyro, weil ich da irgendwie oft Probleme habe. Zu switchen und so, kann man aber ganz gut machen. Wir haben ja keine Cupwebs oder so, also können wir auch auf die 5 das mal eben packen. Also auf die 8 natürlich. Für mir ist das quasi die F-Taste, genau, deswegen 5, weil die 5 unter dem F liegt. Ja, passt sogar. Ich weiß nicht, warum ich auf 5 komme, ich komme einfach so auf 5. Da ist noch ein Typ, der vielleicht eine Angel haben wird, deswegen bauen wir mal so schräg an. Nein! Okay, mal aufpassen ein bisschen. Wir gehen nochmal ganz weit weg, einfach nur damit, weil er baut sich halt so scheiße nach oben und ich will halt nicht, dass er das weitermacht. Deswegen gehen wir mal kurz zu unserer Base zurück, damit er so ein bisschen aufhört, mal nach oben zu bauen und wir irgendwann ausnutzen können, dass wir vielleicht, ja, jetzt hier oben sind. Denn das sind wir hier. Und der ist immer noch da, dieser Jeremy Pascal-Typ. Wie heißt er da? Jotze Max. So, der ist da oben. Wir hatten aber genügend. Wir könnten vielleicht... Wir hatten irgendwo... Ah, die war unten, ne? Ah, die war unten. Das war doof. Weil ich hätte jetzt gerade den Baum noch abgebaut, damit wir noch aus dem Bäumchen was Cooles machen können. Wir haben noch, ja, 50 Sekunden den Trank. Nicht allzu lange. Aber der ist da... Ich würde sagen, ich gehe mal Hallo sagen. Ich weiß nicht genau, warum er da so, unoffensichtlich steht. Kannst du mal kurz brennen? Dankeschön. Jetzt brennt er schon mal. Und jetzt könnten wir ihn vielleicht noch mal töten. Ne, können wir nicht, oder? Reicht nicht. Reicht. Aber ganz knapp. Kurz mal umziehen, aber ganz schnell. So, so und so. Ah, die Enderperle hätte ich schon ganz gerne noch irgendwie. Ach, komm schon, dankeschön. Jetzt mal kurz hier alles kaputt machen, wegmachen. Weil der Typ kommt dann nämlich schon an und ich muss weg ganz dringend hier. So, wir raggen auch gerade nicht mehr. Machen mal kurz so. Und machen mal hier ein bisschen was hin. Einfach nur, um ein bisschen abzulenken. Wir machen uns mal... Boah, Alter, es ist gerade mega entspannt. Ich muss mal kurz hier erstmal Fuß fassen. So, alles klar. Wir hatten die noch, wir hatten das noch, wir haben das noch. Wir haben Kaninchen mit einem Knockback, Rückstoß 1, Kaninchen-Ding drauf. Wir machen mal eben so. Wir haben hier, da sind die beiden Fäden noch. Hallo. Hat er irgendwas Interessantes? Der Jollix? Der Jolly Obrix? Der war doch von Hive, oder? Jolly Obrix. Er geht wieder zurück, dann können wir mal hingehen gleich. Ich weiß noch nicht wo. Wir springen mal eben hier rüber. Wunderbar. Wo bist denn du? Kollege, haben wir noch einen Kompass? Haben wir auch nicht wirklich, ne? Doch, da haben wir einen Kompass, wunderbar. Okay, ist immer noch geradeaus, okay, wunderbar. Also er muss irgendwo da sein. Okay, aber wo? Hab ich den gesehen? Ach, unser Dingens brauchen wir, unser, da, genau, so und so. Perfekt. Aber, da ist er, oh lol. Da hinten ist er, jetzt weiß ich auch, wo er ist, das reicht mir schon mal. Dann kann ich schon mal wieder gucken, was so geht. Aber leben auch nur 3 gerade. Wird vielleicht eine schnelle Folge. Finde ich aber ganz gut. Da kann ich nur schneiden und hochladen. Dort ja auch immer seine Jährchen, bis ich das habe. So, wir gehen mal hier kurz nach oben. Halt!
Fall. Lol. Okay. Nochmal. Hi, du. Und jetzt müssen wir ihn hoffentlich. Er brennt, ne? Schön. Und er ist hoffentlich down. Jetzt muss er eigentlich fliegen, ne? Okay, er ist tot. Litt nur noch einer. Und der ist wo? In der Mitte. Alles klar, wir gehen in die Mitte. Er hat aber da Knockback auf jeden Fall. Das ist ein bisschen ungeil. Das will ich nicht so gerne haben. Ich nehme den Apfelkorb schon mal pre. Und porte mich dann hier rüber. So. Wo ist er denn? Da unten ist er. Müsste jetzt nur aufpassen, dass wir keinen Fallschaden bekommen. Das ist halt ganz wichtig. Leute, wir müssen leise sein. Aber da bekommen wir Fallschaden von. Psst. Nicht zu laut. Hat er es gehört? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nicht zu laut sein. Psst. Oh. Das ist natürlich ein bisschen wenig Platz hier. Vielleicht hört er es nicht. Ich weiß es nicht. Bestimmt hört er es. Muss er hören eigentlich? Ja. Spätestens, das hat er gehört. Wir sind aber auch doof ein bisschen. Ja? Einen noch? Einer noch? Hallo! Und jetzt aus dir statt switchen und versuchen den Typen zu bekommen. Kann aber auch ganz knapp werden. Könnten wir aber schaffen, wenn du nicht so doof rumlecken würdest. Er leckt irgendwie ein bisschen hart rum, habe ich das Gefühl, wir haben aber gewonnen. Oh, GG, Dankeschön. Lasst einen Daumen nach oben da, wehe nicht. Lasst einen Daumen nach oben da, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao. Wow.